Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther, The Broken Story. In Günthers Geschichte. Weil für die, die letzte Folge nicht gesehen haben, das hier ist ein Fangame von Fragezeichen Man, in dem es 6 Storys gibt. Und wir haben mit Günther angefangen. Sehr merkwürdige Szenen gesehen. Sans bekämpft, der anscheinend für ein Pokémon arbeitet, das die dunkle Macht und Necrozma absorbiert hat. Ganz wichtig zu betonen, als Necrozma absorbiert wurde, hat er gelacht. Und dann ist Olaf gekommen, hat ein bisschen ausgeteilt, aber ich habe ihm auf die Schnauze gegeben. Und ich habe ungefähr 10 Minuten lang versucht, im Raum, wo ich gegen Sans bekämpft habe, weiterzukommen. Ich glaube, wir können weitermachen. Günther, warum? Oh cool, gib mir mehr Geld, Olaf. Ach so, okay, wer braucht Dialog, Leute? Wer braucht Dialog? Okay. Es wird wieder Zeit zu beten. Komm ich hier irgendwie sinnvoll weiter? Jedes Pokémon? Es gibt jede Pokémon? Also die Musik kenne ich nicht. Oh. Scheiß Golbat. Komm, noch ein Hit, dann ist es weg. Ja, die Musik ist aber echt cool. Tritt. Ehrenmann! Seht ihr, ich bin halt krass. Oh Gott, ein Kreideschrei, wenn ich mich jetzt selber zähle, oder? Warte, das hat das auch mit meiner Defense zu tun, die damit ich mache, oder nur mit dem Angriff? Scheißegal, geht. Klappt mal wieder überhaupt mit dem Geld. So, hoffentlich dauert es hier nicht 3,5 Stunden, bis die Erfahrungspunkte durchgeballert sind. Das dürfte ja nicht ansatzweise für ein Level reichen. Ja, okay, zumindest ein halbes. Ah, cool, mit Olaf kann ich gar nicht. Ah, doch. Günther, hörst du mich? Ich wollte nie böse. Ach, warum hast du das getan? Hältst du doch nur mal richtig Willst du mich verarschen? Ich bin schuld, weil ich die Story so geschrieben hab, hä? Olaf. Günther, mir reicht's hier wie eine Schachfigur. Wie behandelt man jemanden wie eine Schachfigur? Was ist denn los? Hä? Was? Hörst du, wie Wahrheit sagst, bevor noch jemand wegen dir zu Schaden kommt? Ich verstehe nicht. Na gut, dann sag ich's. Günther hat diese Welt und diese Geschichte erfunden. Er weiß sofort alles, was als nächstes passiert. Jo. Was? Günther hat alles erfunden, sogar die dunkle Böse! Sowas will ich hier nicht vorgeworfen bekommen. Ich meine, kennt man schon alle Geheimnisse der Walross-Edition? Das finde ich jetzt sehr böse. Ich meine, ihr kennt erst 2 Geschichten. Es fehlen noch 4. Oh Mensch, ich sehe, wo das hinführt. Yep, er hat euch und die dunkle Macht erfunden, aber mich gab's schon vorher als Mensch. Hä? Lord Ecke ist Mensch! Ich wurde in diese Welt eingesaugt und eigentlich laut Günthers Skript sollte... Hä? Wo das denn? Wo? Also, wo in meiner Geschichte sollte Lord Ecke böse sein? Wo? Ja, okay, böse wäre... Okay, kommt auf die Formulierung an. Ich meine, die dunkle Macht hat ja Besitz von ihm ergriffen. Ja. In der richtigen Geschichte hätte es Funk. Doch hier bin ich der echte Lord Ecke und selbst wenn ich wollte, kann ich nichts Böses tun.
Aber wenn ich sehe, wie du in der Geschichte den Tod von deinem eigenen wie bei Death Note? Was? Ich komm nicht auf dieses Spiel klar. Dann kann ich nicht mehr hier bei deiner Seite sein, Günther. Jetzt chill mal. Günther Ladecke braucht mal Pause von dem allen hier. Warum spreche ich eigentlich alle mit der gleichen Stimme? Außerdem, ist alles was... wer bist du, Günther? Muss ich jetzt erzählen, sonst ist es zu spät. Ja, fast alles ist wahr. Ich habe die Geschichte geschrieben bis zum Teil meines Todes. Und Wiederkehr. Dann wusstest du genau, was passiert? Nein, am Anfang habe ich all meine Erinnerungen verloren und erhielt sie wieder, als ich wieder hier ankam. Aber als ich hier ankam, merkte ich, weil eigentlich sollte er böse werden und dann war auch noch Nick Schloss-Sama weg, Alter. Das ist Osama. Und alles, was genau gerade in diesem Moment passiert, habe ich nicht geschrieben. Das bedeutet also, jemand hat deine Geschichte weitergeschrieben, damit du überlegst? Hä? Jetzt wo du sagst, wieso so? Günther, du darfst nicht sterben. Aber heißt das, jemand schreibt gerade unsere Zukunft? Hallo? Ich bin immer am Nachfolger produzieren. Ich meine, nein, diese Welt beginnt sich selbst zu entwickeln. Wie meinst du das? Niemand hat eigentlich das Schicksal von Lord Ecke verändert, aber nachdem er ein normaler Mensch war, muss er auch niemand verändern, denn er entscheidet selbst, was geschieht. Warte, das bedeutet, dass wir keine Schachfiguren mehr sind? Dieser Vergleich mit den Schachfiguren finde ich so komisch. Sieht stark so aus. Boah, endlich, Alter. Alles wie vorher. So, was machen wir? Wir gehen Lord Ecke nach, damit du dich entschuldigen kannst. Okay. Eine Sekunde noch, du musst dich auch noch bei uns entschuldigen, vielleicht, dass du ein rissiges... Also sorry, ich weiß, du sagtest, ich soll nicht so auf Rechtschreibfehler achten, aber sowas finde ich dann schon lustig, anstatt... Weil das hat halt eine andere Bedeutung. Dass alle, die wir kennen, geknechtet hat. Ey, komm schon, das war nur eine Fanfiction! Alter, was? Na gut, Entschuldigung. Ah ja, gute Entschuldigung. Entschuldigung. Okay, lass uns gehen. Oh, geil. Oh, Temporal Tower. Und dunkle Ebenen. Ich meine, die Ebenen sehen zwar immer gleich aus, sind einfach nur ein Viereck, aber hey. Können hier überhaupt wilde Pokémon... Wow. Dorecke, tut mir leid, ich wusste nicht, dass meine Fanfiction echt wird. Aha. Normalerweise würde ich deinen Entschuldigung annehmen, aber in diesem Fall zu spät. Was? Das wolltest du doch, dass ich mich der dunklen Seite... Das hab ich nie geschrieben! Ich glaub, sag mal Fragezeichen, man. Sei ganz ehrlich, wenn du das hier siehst. Kann es sein, dass du meine zweite Geschichte falsch verstanden hast? Lord Ecke sollte nie böse werden. Das war nie der Plan. Nee, das ist zu spät. Ich will nicht, dass noch wer stirbt. Ja, Pech gehabt. Hättest du ein Death Note unterzeichnen sollen? Es bringt nichts, wir müssen gegen Lord Ecke erben. Ich hoffe, ich töte dich dann, das nicht fehlt. Also, ich hoffe echt, die Musik... Ich werde mir das selber noch angucken. Wenn die Musik zu laut ist, werde ich nächstes Mal... mein Mikrofon lauter pumpen. Auch wenn es dann kann ich schon sagen, eure Ohren werden gebumst. Mein Mikro ist jetzt eigentlich schon verdammt laut, aber ich kann es nochmal verdoppeln. Ja, dass gegen Lord Ecke ein Kampf kommt, wusste ich eben wegen der Musikdaten schon. Weil da war ein Kampf Lord Ecke MP3 und das war ein Fanmade Champion Remix. Los, zeig mir keine Gnade. YouTube-Partner Lord Ecke! Jedenfalls hoffe ich, dass das dafür steht. Das muss ich screenshotten, das schicke ich Lord Ecke. Also jetzt im echten. YouTube-Partner Lord Ecke would like to battle. Benutzt. Oh fuck, Level 15? Willst du mich verarschen?
Was erwartest du, wie viel ich level? Was erwartest du denn, dass ich level? Dass ich Level 15 erreiche ich nicht bisschen. Welche Attacke wurde mir jetzt versiegelt? Okay. Aquaknarre. Junge, warum musst du auch ein Original Vulpix Moveset einbauen? Aber jetzt sei mal ehrlich. Kann es sein, dass Verwirrung nicht funktioniert hier in dem Game? Ich weiß jetzt zwar nicht genau, warum ich jetzt schon wieder. Ich verstehe weder Begrenzer noch Konfusstrahl. Ich bin mir fast sicher, Verwirrung funktioniert nicht in dem Spiel. Und das macht diesen Kampf so einfach. Begrenzer und Verwirrung klappen irgendwie nicht richtig. Deswegen ist das Einzige, was Lodecke wirklich kann, offensichtlich die Finte. Ja, und damit war's das. Gewonnen. 5 Level Unterschied. Warte, habe ich gerade richtig gesehen? Lodecke ist ein weibliches Pokémon gewesen, als er bei mir dabei war. Aber das ist halt jetzt schon, weil das nicht anders umsetzbar ist als mit Pokémon-Trainern. Jetzt war das Vulpix, das ich bekämpft habe, männlich. Und diese Musik ist halt so laut. Ich hoffe, für euch ist das echt nicht so, ansonsten tut's mir echt leid. Das wird dann eben auch im nächsten Mal besser. Hätte ich mir vielleicht zwischen den Folgen angucken sollen, ich Idiot. Ich denke, die Level werden eh nicht mehr so wichtig sein. Ich rechne zumindest damit, dass Günthers Story hier so ziemlich endet. YouTube-Partner Lodecke wurde besiegt. Ich krieg noch Geld. Dieser Lodecke. Ich muss wieder erst mit der Statue sprechen, sonst geht's nicht weiter. Den Will habe ich langsam raus. Wobei das halt echt noch deutlich kürzer wäre als angekündigt. Genau, tut mir leid, ich bin nur so an die Information. Was für Information denn? Das Pokémon, das dich in die Irre führt, heißt Missing Known, will die Herrschaft über alle Pokémon welten. Günther, hi. Hä? Was macht Dragtail hier? Ja, ich hasse es, das zu sagen, aber wir brauchen alle drei wieder. Ja, aber, bist du sicher, Ditto? Wir haben keine Wahl. Die Zukunft unserer Kinder. Okay, ich hab ein Scheißgefühl. Jirachi, ich wünsche mir, dass alle, die tot sind, wieder leben. What the fuck, Mann? Hä? Ich frag mich auch gerade. Wir leben, aber warum? Dino und Harpen, ihr lebt alle wieder. Danke, Jirachi. Warum habt ihr uns zurückgebracht? Ihr wisst, was ich getan hab. Ein Pokémon namens Missing No taucht fast in jeder möglichen Pokémon-Welt auf und versucht, die Weltherrschaft auszuüben. Wir müssen es aufhalten, das geht eben nur zusammen. Fusion der Welten durchgeführt. Lodecke, es tut mir leid. Hä? Alles klar, gute Story. Lodecke stirbt. 2 Sekunden später ist er wieder da. Günther, du hast also die Wahrheit gesagt, als du sagtest, du wüsstest nicht, dass das passiert. Ich hab dir nicht geglaubt, tut mir leid. Aber nun bin ich zurück nach so langer Zeit und wir werden Missing No umbringen. Warte. Du lebst? Vor allem, ich seh schon den Satz, Leute. Ich dachte, das ist jetzt ein Geist wie Obi-Wan Knoblauch. Gott, ich weiß nicht, ich weine. Ja, Jot hat anscheinend alle aus ihrem Drama weg, um Missing No zu stoppen. Aber ich weiß nicht wer. Egal, lass es wieder umbringen, weil ich bin echt. Ich
will endlich wieder einen Döner essen. Okay. Ja, daraufhin landet das Team von Günther genau auf der Bergspitze des Finals von Mystery Dungeon. Günther Story Ende? Doch schon? Die Musik spielt einfach weiter. Okay. Okay, was? Das war schon Günther Story. Ich dachte, jetzt kommt noch Missing No und so. Das ist dann wohl... Ah ja, das wird dann im Hauptspiel sein. Wenn ich hier jetzt reingehe, könnte ich... Eine große Logik-Sache. Ich glaube, ich hätte Lord Ecke gegen Lord Ecke benutzen können. Egal. Ja, ich denke mal, hier gibt's nichts mehr zu tun. Ich kann ja mal... reingehen. Ich bin hier vor dem Kampf wieder gegen Lord Ecke. Ich will das jetzt sehen. Herzlichen Glückwunsch dafür nochmal. Lord Ecke gegen Lord Ecke. Ich muss sagen, das fand ich aber gerade ein bisschen sehr lächerlich. Ja, ich gehe mal wieder ins Hauptmenü und ich würde sagen, wir fangen heute noch die zweite Story an mit Chillast. So, Game wieder angeschmissen. Die ganzen scheiß Fonts jucken mich nicht. Ja, das heißt, Günther Story ist rum. Und zwar mit einer Spielzeit von 19 Minuten und keiner Stunde. Intro anzeigen? Nein, dieses Mal nicht. Das Spiel hat Spoiler zu einem Mystery Dungeon teilen. Bitte red zuerst mit Kangama, sonst stürzt das Game ab. Das Hauptspiel kommt als letztes. Kennen wir alles. Was will ich spielen? Ich könnte jetzt zwischen Chillast und Pixelmatch auswählen. Mein Name ist Bidiza und das ist... Warum jetzt seine? Bidiza, eigentlich ist das... Ja, habe ich mir gerade gedacht. Eigentlich ist das meine Geschichte. Jawohl, ja. Ja, und genau deswegen fliegst du aus dieser Geschichte raus. Meinst du nicht, du warst ein bisschen zu hart zu ihm? Ich war nicht hart zu ihm, ich bin die Stimme des Lebens. Wie kann ich da zu hart sein? Keine Ahnung, fangen wir einfach an. Guter Beginn! Fucking Bidiza. Also, es war ein ganz normaler Tag. Das Team von mir und Mark war so gut, dass wir jeden einzelnen Dungeon und jeden Auftrag schafften, aber am Ende eines schönen Tages... Wie ist eigentlich dein Name? Wie ist mein Name, Chillast? Also, die Sache ist die, es gibt ja noch eine Fragezeichen, Man's Story ist das Problem. Ansonsten hätte ich jetzt auf mein Team Himmel Reloaded gemacht und ein Fragezeichen, Man, genannt. Also, du bist Chillast. Ich geh schon mal voraus, wir treffen uns dann bei der Zuhaideklippe. Okay, Mike. Ja, von Mike geht's gut, er sieht betrübt aus. Chillast erhält Chillast. Nein, ich will keinen mitnehmen. Du kannst dich bewegen und spielst während der ganzen Geschichte Chillast. Viel Spaß dabei. Er sagt ja, ich soll so viel wie möglich erkunden, deswegen mache ich das auch. Okay, der Übergang weiß ich halt nicht, ob man das besser hinkriegt. Vor allem oben, guckt euch das an. Also ich habe schon gehört, dass wenn man hier irgendwie was falsch macht, man den Endboss dieser Story skippt. Und das wäre nicht in meinem Sinn. Übrigens finde ich es gut, wie man hier rumlaufen kann. Ich soll die ganze Overworld erkunden, hat er gesagt. Der Strand ist das Schönste, was es gibt. Ich habe mich hier zum ersten Mal mit Mark getroffen. Ah ja, das ist toll. Das waren tolle Zeiten. Vielleicht soll ich nach Herr Mark hierher führen. Schließlich fühle ich mich immer besser, wenn ich mal traurig bin hier. Okay, er sagte, ich soll die ganze Overworld erkunden. Ich nehme das wörtlich. Ah, geil. Dungeon-Weg. Yo, hey Gilde, warum bist du so klein?
So, hier könnte ich jetzt meine Gegenkameraden besuchen, aber ich würde lieber mal gucken, was macht. Warum kommt der Text 2 nach? Ich hatte Angst, dass der jetzt so lange kommt, bis ich wieder bei der Treppe bin. Ja, hier haben wir Schatzstadt. Ohne dass irgendwer da ist. Ich laufe hier einfach überall lang, Alter. Mann, bin ich sneaky. Also, NPCs habe ich hier jetzt noch keine gefunden, aber zumindest erkunde ich die ganze Oberwelt. War hier schon immer ein Wasserfall im Original? Ich bild mir irgendwie ein, das nicht. Okay, das ist wahrscheinlich einfach eben der, ja, das ist der Zwischenbereich, den man sozusagen nicht sieht. Zwischen Schatzstadt und der Klippe hat er sich selber was einfallen lassen. Irgendwie sieht die Klippe komisch aus. Abgesehen davon, dass ich hier überall laufen kann. Jetzt ist nur meine Frage. Ich meine, er sagte, geht zur Klippe. Sehr schön. Was mache ich jetzt hier? Ich meine, ich kann nicht rein. Ich kann da nicht rein, Leute. Ah, jetzt. Moin. Irgendwas mag, du siehst in letzter Zeit ziemlich betrübt aus. Wollen wir vielleicht zum Strand? Nee, es ist nur ein Gefühl, dass ich was Wichtiges vergessen habe. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, alles klar, erstmal so als Text. Wusste ich nicht ganz genau, was er meinte, aber es sah so aus, als würde er jemanden vermiesen. Chillas, wir haben alle Dungeons erkundigt, alle Hürden gemeldet. Irgendwie fehlt es mir, was Neues zu entdecken. Ja, dann kann ich mich anschließen. Aber wir sind noch nicht mal zu. Letzt vermisse ich mein früheres Zuhause. Weiß nicht, wo es ist. Immer dieses nett, das stört mich echt ein bisschen. Nett anstatt nicht zu sagen. Also ich meine jetzt, wenn man wirklich miteinander redet, ja, aber doch nicht in so einem Spiel. Aber irgendwie würde ich doch noch gern mal wiedersehen. Ich verstehe, was er meint. Schließlich habe ich auch ein oder anderes. Habe ich hier auch ein Zuhause aufgebaut in der zweiten Klippe und wurde dann hier fortgerissen. Und, nein, danke, allein der Danke, den schönen Strand zu verlieren und zu vergessen, wäre schlimm. Also eigentlich ist alles okay, Chillas. Ja, keine Sorge. Ich muss mir keine Sorgen drüber machen. Gut zu wissen. Lass uns erstmal fürs heute schlafen gehen. Vielleicht sieht die Welt morgen wieder. Also ich sag, das ist Missing No's Schuld, dass die Welt so aussieht. Rückblende Genji 7, okay. In der Zwischenzeit in einem Labor. Weil mein Problem erwacht er ja auf. Kapsel Nummer 3 wird jetzt geöffnet. Verschließ die Tore, er darf nicht entkommen. Wo bin ich und was ist hier passiert? Warum sind hier so viele Menschen in Kapseln? Wo willst du gehen? Was willst du? War das Banjo-Kazooie oder Donkey Kong 64 die Musik? Naja, auf jeden Fall die Richtung. Wir wollen gar nichts von dir, aber verrat mal eins, du glaubst dran, dass es Pokémon gibt. Natürlich? Ja, der hat nie existiert, genauso wie dein Freund, alles nur VR. Was? Weiß, der Schmerz ist schwer zu verkraften. Ja, das ist einfach so ein scheiß Gamer, der denkt, Pokémon wären real. Und wir sind's eigentlich auch, aber... Und Giovanni sagt ihm, dass sie es nicht sind. Sie ist positiv, du kannst nach Hause. Er will mich gehen lassen, weil... nee, da sind Pokémon. Vor allem wegen Hydrophil. Ich glaube einfach dran, irgendwann siehst du hier die Wahl. Was ist das? Erinnerung, wenn der. Okay, aber ich will irgendwie. Warum wollte ich diese Simulation machen? Und hat das meine Erinnerung gelöscht? War jetzt dein Geburtstagsgeschenk? Alles klar. Bin ich wirklich so behindert? Nee. Danke. Freut mich, dass es dir gefallen hat.
Okay, das war knapp. Er hat fast rausgefunden, was ich alles dort erlebt habe, dass das echt passiert ist und nur falsche Erinnerungen. Aber ist auch der einzige Weg, damit er aufwachen kann. Okay, erspalt sind alle Pokémon ausgerottet und dann kannst du wieder aufwachen. What the fuck? Alle Pokémon sollen ausgerettet werden, damit Ash wiederbelebt wird oder so. Mitchell, ich hab mir was überlegt und wollte fragen, ob es okay ist. Was denn? Ich würde gern wieder in meine eigene Welt gehen. Keine Sorge, nur mit dir. Ich wollte wissen, ob du mich begleitest. Aufatem. sicher wäre eine nette Abwechslung von hier. Im Markt. Wir gehen zum Aldi! Dann ist es abgemacht, Chillas. Ich hab Marc lange nicht mehr so glücklich gesehen. Aber hast du eigentlich eine Idee, wie wir dorthin kommen wollen? Gute Frage, irgendwie wird's schon. Ist das jetzt Dialga oder Palkia? Euer Wunsch ist, diese Welt zu verlassen. Wo kommt die Stimme her? Wer bist du und woher weißt du das? Ich bin derjenige, der dich hierher gebracht hat, du Haufen Scheiße. Was? Der mich hergebracht hat? Die Stimme kommt mir so bekannt vor. Ja, und ich kann dich dorthin zurückschicken. Hast du es gehört, Schillas? Wir kommen dahin. Irgendwas läuft hier falsch, aber was? Tut mir leid, aber nur du, Marc, kannst diesen Ort verlassen. Die Stimme ist von... Ohne Schillas gehe ich nirgends hin. Marc, die Stimme ist von Dark... Wie du willst, ich werde euch trotzdem treffen. Was? Marc? Seine Macht ist überwältigend. Danke, endlich kann ich mich an allen hier rächen. Darkrai haut auf die Scheiße. Hey, du, da alles okay? Ja, ich glaub schon. Hab ich was im Mund? Mensch, so ein blöder Mühlegegen. Nee, freu mich. Das alles hier chillast halt, verwirrt mich gerade. Freu mich zum ersten Mal richtigen Menschen zu sehen. Du bist komisch. Wusste nicht, dass du ein Mensch bist. Warte, ich bin auch ein Mensch. Hä? Den Dialog verstehe ich nicht. Den Pokémon. Okay, sehr gut. Hä? Autsch. Sie hatten recht, diese Dimension von Pokémon existiert wirklich. Was sollen wir tun? Das Wissen darf niemand erfahren. Versuchen es zu eliminieren. Okay, Sir. Ja, also, was Genji gesagt hat, ist wahr. Die Welten beginnen zu existieren. Leute, wir haben neues Versuchskaninchen stranden sehen. Was ist das vielleicht, Marc? Autsch. Fühl mich, als wäre ich durch... warte. Jetzt kommt das Mathe-Genie. 10 Millionen Elektroschocks durchgejagt. Wo bin ich eigentlich? Wo bin ich? Anscheinend bin ich wieder ein Pokémon. Okay, war das vorher ein Traum? Egal, ich soll auf jeden Fall mal abrufen. Yay, gotta go fast, motherfucker. Hilf mir, Jungpleite verzweifelt, bevor ich in die Höhle gehe. Oder geht's da unten? Da unten geht's offensichtlich weiter, nicht in der Höhle. Warum es in dieser Höhle wohl nicht weitergeht? Stör mich nicht, ich bin da am Kämpfen. Stör's nicht! Ich bin verrückt am Kämpfen hier. Er ist zum Trainer, er ist ein guter Mann und was ist ein Trainer? Bist du behindert? Der Mensch da, der fängt uns ein und lässt uns kämpfen. Das hört sich scheiße an. Nee, aber ihm gibt's Trainer, die Pokémon nie einen Pokéball geben. Mit ihm zusammen werden wir stärker und besser. Okay. Mann, dieses Mädchen ist aber stark. Welches Mädchen? Das Kind? Hallo. Ich hab sie ersetzt mir den nächsten Move. Ich glaub, sie versteht nicht mehr. Okay, dieses Mädchen. Oh Gott, Brain Fuck FTW. Und zwar so gebrainfuckt, dass wir nächstes Mal an dieser Stelle weitermachen. Für heute habe ich genug. Ich brauch erst eine ganz, ganz dicke Pause.
Ja, Günther Safe-File muss leider weg. Dann, wir sehen uns. Ciao. Abonnieren, wenn ihr nicht noch mehr Brainfuck verpassen wollt.